Man braucht zum PC zusammenbauen auf jeden Fall erstmal einen Kreuzkopfschraubenzieher, am besten einen mit einer magnetischen Spitze. Um sich zu enterden, muss man entweder sowas haben oder man trägt Latexhandschuhe. Dadurch ist man auch isoliert. Die Latexhandschuhe haben den Vorteil, dass wenn man irgendwie an scharfe Kanten des Gehäuses kommt oder beim Kühler dran schrappt, dass man nicht gleich Blut sieht, sondern dass bloß der Latexhandschuh kaputt geht. Was auch sehr praktisch ist, ist so eine Joggerlampe. Damit kann man in die Ecken leuchten. Diese ganzen Sachen müssen hier rein. Also ist das erstmal das Netzteil, das Mainboard mit der Blende, eine SSD, zwei Speicherriegel und natürlich der Prozessor samt Kühler. Wir fangen an mit der Bestückung des Mainboards, mit dem Prozessor und zwei Speicherriegeln. Zuerst mal musste man den Prozessor aus der Verpackung rauskriegen, was gar nicht so einfach ist. Hier sollte man aufpassen, dass hier unten die Wärmeleitpaste so ein Die ist, dass man damit nicht irgendwo drauf kommt. Deshalb sollte es im Plastik drin bleiben. Dann braucht man den Prozessor, wenn man ihn kriegt. Das ist also das teure Stück. Also zuerst öffnet man den Sockel. Hier ist so eine Lasche. Damit zieht man diesen Hebel zurück. Und jetzt sehr wichtig sind diese kleinen Federchen. Wenn irgendeine dieser Federn krumm sein sollte, also nicht in die Richtung der anderen ausgerichtet, gleich wieder zuklappen, einpacken, reklamieren. Diese Federn sind extrem empfindlich. Auf keinen Fall mit den Händen oder mit dem Schraubenzieher drankommen. Was nicht mehr so schlimm ist, ist bei aktuellen Intel-CPUs die Unterseite des Chips. Der Chip unten hat bloß noch Kontakte. Alles, was empfindlich ist, was früher auf dem Chip war, ist jetzt empfindlich auf dem Sockel. Der Chip hat hier zwei Einkerbungen, die zwei Stegen auf dem Sockel entsprechen. So muss man also den Chip eigentlich bloß so reinlegen, dass er zu den Kerben passt. Und zwar so. Jetzt klappt man den Deckel wieder zu, so dass er an dieser Schraube einrastet und macht den Bügel wieder zu, bis das wieder fest ist. Dann kann man diese Sicherheitsplastik, das mitgeliefert wird, wieder entfernen. Also vorsichtig hier rausnehmen. Das Kabel, da guckt man, man muss natürlich den Kühler dann auch bestecken. Hier ist der Anschluss CPU-Fan und das wird nicht reichen. Also muss man hier aus dieser Lasche mit etwas Gewalt das rausnehmen. Und jetzt kann man den Kühler ganz vorsichtig hier aufsetzen. Bei manchen Kühlern ist hier unten unter der Wärmeleitpaste nochmal ein Plastik, den man abziehen muss. Wenn man den nicht abzieht, dann wird bei der Inbetriebnahme des Rechners mal ein bisschen stinken und danach hat man ein großes Problem. Da sollte man also immer darauf achten, dass die Wärmeleitpaste schon freigelegt ist. Also nochmal hier drauf. Die Plastikspitzen gehen hier in Löcher im Mainboard. Und das war jetzt genau verkehrt. Nochmal um 90 Grad drehen und jetzt reicht die Länge. Hier kann man auch eigentlich nichts falsch machen, aber ich mache es trotzdem gerne. Hier ist ein Steg, der dazu passt. Dann setzt man das hier drauf. Flucht noch ein bisschen. Und dann sitzt es fest. Ich zeige das nochmal von vorne.
Hier, das muss übereinstimmen. Als nächstes ist der Lüfter dran. Dazu hebt man am besten das Mainboard ein bisschen ein und drückt die dann ein. Nochmal eindrücken, nochmal reindrücken, nochmal reindrücken. Diese Dinger einfach die Pfeile ignorieren. Die braucht man erst, wenn man das wieder lösen will. Jetzt sind die Speicherriegel dran. So drehe ich das Mainboard mal um. Erst öffnet man diese Schnallen. Und dann setzt man die Riegel so rein, wie sie reinpassen. Das kann man eigentlich gar nicht falsch machen. Aber keine Sorge, beim ersten Mal macht es jeder falsch. Hier etwas sanften Druck ausüben. Was ich vorhin vergessen habe, ist, dass man natürlich eine weiche Unterlage haben sollte. Erstens, damit man mit diesen Spitzen nicht den Tisch zerkratzt und zweitens, dass hier unten nicht womöglich irgendwas abbricht.